Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Kochsimulator. In der letzten Folge ist es alles nicht ganz gut gelaufen, würde ich mal so sagen. Deswegen machen wir heute mal was, wo wir nichts falsch machen können, nämlich einen Kartoffelsalat. Wer kennt es nicht? Es ist Weihnachten. Schwiegermutter hat sich angekündigt. Und was macht man dann? Natürlich Kartoffelsalat. Am besten direkt kaufen aus dem Aldi. Und dann ist man fertig damit. Genau. So, also, wir schauen mal. Wir müssen erstmal wieder in einem Topf 100 Liter Wasser kochen. 1000. Warte mal, können wir mal den hier nehmen. Schütten wir mal eben aus. Gut. Der ist ja noch gut. Die armen Nudeln. So, da werden wir wahrscheinlich die Kartoffeln drin kochen müssen. Für unseren fantastischen Kartoffelsalat. So. Salz. 20 Gramm Salz. Das kriegen wir auch hin. Also hier zum Beispiel jetzt zu sagen vom Spiel, ne? Viel zu viel Salz an den Kartoffelwasser drin, ne? Das ist schon so ein bisschen, also da würde ich schon sagen, also man kann es auch übertreiben. Aber dieses Kartoffelschäl Körbchen, ne? Das hätte ich auch sehr gerne. Wie kriegen wir denn... Wann... Ah ja, nach dem Kochen. Na gut. Schwupp. Schwupp. So. Okay, dann, was brauchen wir noch? Wir brauchen eine Onion. Und die sollen wir... in 15er Scheiben schneiden. Na gut. So. Kartoffeln kochen noch. Oh, weia, wieso brauchen wir denn da Chicken Broth? Da haben wir einen zweiten Topf, oder? Wir nehmen mal hier so einen großen. Den können wir jetzt ja schon mal vorbereiten. So. 500 Gramm Chicken Broth. Da bin ich ja mal gespannt. 500 Milliliter. Und immer wenn ich hier was reinkippe, ist hier hinten in der Kücheninsel jemand, der in die Ecke pinkelt. Es ist ein bisschen komisch. Ich mache mir Gedanken. So, Kartoffel. Das Wasser ist schon gut. Das Kartoffel noch nicht. Weißwein, Weingier. Was war den denn? Ich glaube, das war der, ne? Da müssen wir mal einen neuen kaufen. So, ja, so ist auch immer echt ziemlich geil. So, weit. White Vinegar. So, wie viel? 20. Essig ist das, ne? So. Ja, dann machen wir eine kleine Vinaigrette und da rein die. So, gehen wir mal aus. Ist der jetzt aus? Ja. Dann 10 Gramm Salz nochmal. Salz haben wir hier vorne, das ist hervorragend. Perfekt. Und dann brauchen wir weißen Pfeffer haben wir noch gar nicht benutzt. Oh, mal wieder was Neues, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weißer Pfeffer, wo haben wir weißen Pfeffer? Hier. Sehr gut. Wie viel war das? 10. Wo bin ich? Hier bin ich. 10. So. Zucker. 10 Gramm Zucker.
Sehr gut. Und Mustard. Sehr, sehr gesund, aber nicht zu viel, wie bei vielen Dingen, ne? Allspice. Da wäre doch Allspice. Warum habe ich denn das beim letzten Mal nicht gesehen? Majoran. Aber Mustard haben wir nicht. Was ist da denn los? Was war denn nochmal Mustard? Bin ich jetzt total verwirrt? Das war doch von den Sachen nichts. Mustard? Was war denn nochmal? Ich bin gerade total verwirrt. Was war denn das? Was war denn das nochmal? Ich stehe gerade vor dem Schlauch. Ja gut, aber das ist ja normal. Wir machen einfach mal hier beim Kaufen. Senf! Oder Mayo? Wie viel? 10 Milliliter. Das Coole ist, wir können eigentlich mal versuchen, ob wir alle Sachen, die wir hier so brauchen, mal alle kaufen können. Weil wir haben ja so viel mehr Sachen. Eigentlich. So, dann haben wir das, dann haben wir das, dann die Zwiebel da rein. Oh nein. Wir müssen das mal lernen. So, pass auf. So, das soll hier rein. Jetzt Präzisionsausrichten und dann einmal. Nein. Wir machen es von Hand. So, so. Oh, schön mit dem Stiel oben dran. So. Sehr gut. Huch, wollte es hinlegen. Okay. Lalalala. Für 60 Sekunden dann Drain. Ja, wie soll ich das denn drainen? Wir haben keinen Drain. Das ist ja mein Problem. Da habe ich ja. Da reden wir doch schon die ganze Zeit drüber. Es muss irgendwie. Die Zwiebel muss irgendwie in. Wir brauchen irgendwo so ein Siebdingen. Ist das hier vielleicht eine Wärmehalteplatte? Ich weiß es nicht. Don't forget to change oil frequently. Oh, ja, ja, ist jetzt nicht so wichtig. Kriegt ja keiner mit. Wir haben hier nicht so ein Ding, ne? Ich wüsste nicht, wie wir das machen sollen. Hier hängt auch nichts, hier ist auch nichts. Hier weiß man nichts. Ja, weiß ich auch nicht. Die Kartoffeln, die haben wir jetzt am Herd stehen gelassen zum Warmhalten. Da müssten wir gegebenenfalls dann auch nochmal. Sagen wir her. Dass wir die eventuell in 15 Gramm Scheiben schneiden. Die ist natürlich noch heiß. So. Wo ist denn die Kartoffel? Ach, da. So. Das ist auch fertig. So, 15 Gramm Scheiben bei einer 150 Gramm Kartoffel. Das heißt, wir schneiden die in 10 Teile. So. Und die andere natürlich auch. Ist schon ein ziemlich aufwendiges Rezept, ne? Kann man, muss man so sagen. So, jetzt müssen wir die mal eben kurz hier irgendwie. Habt ihr das gesehen? Like a boss. So, eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind viel zu kleine Stücke, ne?
doch nicht. Habe ich falsch gedacht? Weiß ich gerade nicht. So, jetzt. Alles in eine Kasserole rein. Alles. Okay. Glaube ich ja nichts von. Ach so. Na klar, das geht ja wieder nicht. Also. Dann legen wir die Sachen mal. Warte mal, da gab's doch den Kombi-Modus, oder? Warte mal. Change Pick Mode. Switch Stacking. Na gut, so, dann eben nicht. Hallo? Was mich ein bisschen wundert, ist, dass wir die Zwiebel dann in ganzen Teilen da und dann irgendwie... Ah, normalerweise hätten wir die Soße irgendwie abschütten müssen und wir haben nichts zum Abschütten. Also ich habe zumindest noch nichts gesehen. Eventuell bin ich auch ein bisschen blind auf den Augen, man weiß es nicht. So, das war das. Das war jenes und ich habe einen großen... Hunger, wenn ich das so alles sehe. Gut. Also, Soße drauf. Runter mit dem Topf. Rüber. So. Ist jetzt nicht unbedingt meine Vorstellung von Kartoffelsalat, aber von mir aus. So. Sonnenblumenöl, mit Sonnenblumenöl. 20 Milliliter. Okay, wieso auch immer, dass es nicht da drauf gegangen ist. Und Chives nochmal. Sehr gut. Das sieht nicht aus wie Kartoffelsalat. Oh Mann, ey. Ich würde das so gerne so richtig schön und dann... Ach, nur das sieht wenigstens schön aus. So. Deutscher Kartoffelsalat. Was? Ja, guck. Ich habe sogar hier eine Overall-Score. Also können wir einen neuen Pullover kaufen, mit anderen Worten, wenn wir das voll haben. Ja, falsche Anzahl. Okay, nicht genug. Ja, ja, passt schon. Okay. Leute, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder mit einem neuen Design. Wenn nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Schaut im Sendeplan vorbei unter tv.garderol.de. Da findet ihr raus, was es in diesem und den anderen fantastischen Kanälen alles so gibt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.